Jetzt am Wort der letzte Rechnungshofsprecher von der NEOS, Lukas Hoyos-Trautmannsdorf. Und das ist natürlich eine Fülle und eine Vielfalt auch, die wir hier zeigen können, wie dieser Ausschuss gemeinsam gearbeitet hat. Ich möchte mich auch auf die Bildungseinrichtungen in dieser Rede jetzt fokussieren, möchte aber nicht auf die Einzelnen eingehen, weil ich glaube, das kann, wie es die Kollegin Greiner schon angesprochen hat, jeder für sich auch nachlesen. Ich glaube auch, es sollte jeder vor seiner eigenen Tür kehren, sondern eher dieses System anschauen. Wir haben in diesem Bericht, der die Jahre 2012 bis 2017 umfasst, insgesamt 62,5 Millionen Euro, die für die Bildungseinrichtungen der Parteien ausgegeben werden. Das ist durchaus ein ordentlicher Batzen Geld, um den es hier geht. Und der Rechnungshof hat aus meiner Sicht zu Recht klar bemängelt, dass hier oft oder zumindest immer wieder nicht ganz nachvollziehbar ist, warum diese Gelder und wie diese Gelder verwendet werden, und hat erhebliche Mängel durchaus festgestellt, sowohl bei den einzelnen Einrichtungen als auch im Gesamtsystem. Einerseits hat der Rechnungshof bemängelt die Aufbewahrung von Büchern, von Dokumenten, von der Dokumentation, wofür die Gelder ausgegeben werden. Es ist aus meiner Sicht nicht ganz nachvollziehbar, warum es hier nicht rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die ganz klar sind, weil es muss natürlich für den Rechnungshof, aber auch für jeden anderen, der hier prüft, nachvollziehbar sein, ob Mittel wirklich zweckgebunden eingesetzt wurden oder nicht. Und das ist momentan nicht immer der Fall. Die Berichtspflicht von Institutionen bzw. Bildungseinrichtungen, die nicht mehr im Parlament vertreten sind, bzw. wo die Parteien nicht mehr im Parlament vertreten sind, hat der Kollege Hörl schon angesprochen. Auch hier braucht es klare Regeln, egal welche Fraktion das betrifft. Aber es muss klar sein, was passiert mit dem Geld, wenn man aus dem Parlament ausscheidet. Es kann nicht sein, dass hier Akademien auf mehrere Millionen Euro an Geldern sitzen bleiben und dann nicht mehr nachvollziehbar ist für unsere Steuerzahler und auch für den Rechnungshof, was mit diesem Geld passiert. Und hier braucht es schnell klare Regeln. Darüber hinaus sollte der Begriff der zweckmäßigen Verwendung konkretisiert werden. Hier ist, glaube ich, der Bundeskanzler gefordert, möglichst schnell auch eine Vorlage uns zu geben, wie man hiermit umgehen soll. Grundsätzlich gibt es viele dieser Maßnahmen, die zu setzen wären. Der Rechnungshof hat wirklich eine Fülle an Kritikpunkten aufgezeigt. Und ich glaube, dass über kurz oder lang, zumindest mittelfristig, wir als Parlament uns auch eine umfassende Novelle hier überlegen sollten und nicht nur das sozusagen als abschließenden Bericht des Rechnungshofs betrachten sollen, sondern wirklich in eine konkrete Diskussion geben, wie wir dieses Gesetz und die Gesetze hier rundherum auch verbessern können. Kurzfristig müssen wir, glaube ich, aber auch Maßnahmen setzen, weil leider als Parlamentarier mittlerweile die Systeme kennen und es dauert hier halt manchmal etwas länger. Glaube ich durchaus, dass es notwendig ist, diese Punkte, die ich schon angeführt habe, konkret möglichst schnell zu ändern. Und daher bringe ich heute auch einen Entschließungsantrag ein der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trautmannsdorf, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Verbesserungen der Regelung für die Bildungseinrichtung der politischen Parteien. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, wird aufgefordert, dem Nationalrat ehe möglichst eine Regierungsvorlage vorzulegen, zuzuleiten, in welcher die Empfehlungen des Rechnungshofes, die in TZ 7, 8, 10 und 24 des Berichts betreffend Bildungseinrichtungen der politischen Parteien, Reihe Bund 2019, 30 enthalten sind, umgehend umgesetzt werden. Ich glaube, es ist durchaus an der Zeit, dass wir hier auch beginnen, einen größeren Wurf vorzubereiten. Aber das wären erste Maßnahmen, die man möglichst schnell setzen könnte, um hier auch dafür zu sorgen, dass wirklich effizient auch in den Bildungseinrichtungen gearbeitet wird. Dankeschön. Lob am Rechnungshofbericht kommt auch von Douglas Hoyos-Trautmannsdorf. Der Rechnungshof habe aufgedeckt, dass es in vielen Fällen oft nicht ganz nachvollziehbar sei, warum und wie die Gelder für die Parteienakademie verwendet werden. Der Rechnungshof habe auch eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen diesbezüglich gemacht.